Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Terraria Experten. In der letzten Episode, da war ich halt minen, bin aber sehr oft gestorben. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich halt Oscar ein bisschen minen gehe. Bin gerade zurückgekommen, habe mit 400 Herzen. Und was im Prinzip alles off-screen Erwähnenswertes passiert. Also, das Eye of Cthulhu ist eingespawnt worden. Ich habe hier diese Ice Blade bekommen, ist aber nicht stärker als das Platin-Schwert, also von daher. Ja, also das Eye of Cthulhu, da habe ich dann sofort Kamikaze gemacht, weil ich will es halt nicht besiegen. Warte, ich mach mal ein bisschen die Musik leiser. Ja, besser. Jetzt verstehe ich endlich mich selbst wieder. Auf jeden Fall, jetzt regnet es halt Schleim. Und ich dachte halt, ich nehme mal auf, falls dann der Ding zu King Slime spawnt, will ich ihn halt besiegen, also ja. Also im Prinzip, ich war halt meinen, hier habe ich halt meine Chests alle. Und jetzt tue ich einfach mal hier ein bisschen, ja, das geht schneller als erwartet. die Snowball können die Armee, erinnere ich mich noch. Und ich habe sehr viel Slothblöcke halt, weil man kann die Slothblöcke halt hier reintun und da kriegt man halt Zeug. So habe ich halt auch viel Platin und so bekommen. Das wird jetzt noch eine Weile dauern. Alter, ich krieg voll viel Money. Ja, also so lässt es sich gut leben, einfach so ganz viel Geld verdienen. Okay. Jetzt habe ich alles rausgekaut und ich habe nur so wenig Platin. Falls. Ach stimmt, ich kann mir aber vielleicht wieder ein paar Crimtain bauen machen. Also, ich schaue mir mal, was ich alles machen kann. Also Crimtain konnte ich mir machen. Platin. Gold. Tungsten. Also alles, was halt hier nicht natürlich in der Welt spawnt, also sozusagen jetzt Lead und Kupfer, das tue ich meistens sofort so verkaufen für Money. Okay. Wir wollen nichts kaufen. Ich habe keinen Bock, Zeug zu kaufen. Ja, okay. Den habe ich also jetzt richtig gezeigt, also dann. Ah, du bist. Pinky! 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 Stier, Pinky! Au. Yay! Da draußen noch ein Pinky. Wie viele Pinkies gibt's denn hier auf diesem Planeten? Und zum Glück tue ich jetzt auch Kohl mit dem Bogen hinterher schießen. Aber Pinkies sind ja eines der stärksten Slime, so von Verteidigung her. Dann töte ich noch schnell den hier, okay. Running around with the speed of sound. Gut. Also dann, ich wollte sie an dich, Dolbert, verkaufen. Dolbere. Rauchen ist hier nicht erlaubt. Richtig. Also Kinder, was lernt ihr daraus? Rauchen ist immer ungesund, denn alte Männer können davon wütend werden. Ende. Okay, hoffen wir mal, dass King Slime jetzt nicht unbedingt jetzt aufwacht, sondern erst ein bisschen später. Meine ersten 50. Ich habe zwar meine ersten 50 von Blauschleimis. Oh, der kann jetzt nicht mehr raus, der Dings. Oh, egal. Tun wir es hier mal zu Dolbert rein. Denn ich kann kein Französisch. Deswegen heißt er Dolbert. Oh, stimmt. Ich habe ja ein bisschen Zeugs da.
Weil gestern mal, nicht gestern, sondern, nee, das war wirklich nicht gestern, letztens beim Blutmond, da habe ich halt hier Dings bekommen, für Stapeln, halt so dieses Monito. Und das ist jetzt eigentlich eine ziemlich gute Sache, weil sonst würde ich wahrscheinlich jetzt schon öfters nach Hause gehen hätten müssen. Ja, okay. Echte Hauche. Und mir ist aufgefallen, ich tue jetzt auch halt besser auf Sortieren achten. Oh, ich habe ja auch Dings, Gladiator-Leggings bekommen. Und ich habe halt sehr viel Zeugs bekommen, auch einen besseren Bumerang. Dann habe mein Fest habe ich leider abgelegt. Und dann habe ich halt noch zwei solche Wolken in der Flasche bekommen. Aber ich habe halt eher das hier gewählt, weil das hat halt drei Verteidigung. Und ich tue jetzt eigentlich auch auf die Spezialbuffs da mehr achten. Zwar habe ich schon öfters, aber jetzt auch mehr, jetzt von Anfang an schon. Weil ja. Auf dem davon kann, Tim. Ja, Gott, jetzt kann ich mir viel machen. Money. Money. Wo ist das letzte? Money. Ich warte gerade nur die ganze Zeit, dass King Slime wacht, aber ich weiß nicht, ob er spawnen wird. Und jetzt, deswegen ist es gruselig. Oh, ich habe hier einen Haken bekommen. Jetzt kann ich. Ja, ich brauche einen Endhaken unbedingt. Ich habe einen Endhaken. Oh yeah. Yeah. Nice sieht das aus. Und jetzt hau ich hier unten alles mit meinen Endhaken. Money, 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 money. YouTube Money, YouTube Money. YouTube Money, nur den nächsten ihrem Kino. Money, 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 money. Ich wundere mich, ob King Slime überhaupt noch spawnen wird. Oder ob das Slime-Regen auch irgendwann mal aufhören wird. Zwar kann man hier ganz viel Money verdienen, aber naja, das ist jetzt doch auch nichts Wahres. Oh, und ich habe vergessen zu sagen, ich habe einen Medusa-Kopf bekommen. Den hatte ich eigentlich noch nie. Die Gladiator-Leggings habe ich. Also, ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass ich den Expert-Modus spiele. Da kriege ich für viel Zeugs gut. Zum Beispiel die hier, die hatte ich bis jetzt nur einmal in einer Welt. Und die ist ziemlich cool. Weil da machen dann Schneebälle mehr Schaden. Okay. Hau dann. Nein! Was kannst du herstellen? Au! 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 Nein, du lässt jetzt die Tür mal zu. Gott verdammt nochmal. Was kann. Wie kann. Okay, ich brauche Tungsten. Und ich weiß, ich sterbe, aber. Oh, und Gold. Ich ja, einfach jetzt schnell hier drin verstecken. Nice. Okay. Was mache ich gerade? Emerald Jumpspark, Green Stained Glass, Multicolored Stained Glass. Kann ich theoretisch machen. Mal sehen, gibt's Silber auch oder Eisen? Also ich sehe gerade Cole, der rastet ziemlich aus wegen all den Schleimen. Ich glaube, der ist allergisch gegen Schleime. Okay, ich zu Haus. Oh, Fackel, Fackel.
Nee, warte, die Fackel, die war glaube ich hier oben oder so. Aber warte, warte. Jetzt verstehe ich, warum Cole so viel Angst hat. Okay, King Slime ist nicht gespawnt. Money. Okay. Bam, bam. Okay, mal sehen, ob ich noch alles hier zerstören kann. Au. Ja, jetzt habe ich ziemlich viel Money wieder. 200 Glibber, nice. Wie. Wie. Ja. Wie. Wie, nochmal. Okay, herstellen. Also hier haben wir mal einen Topaz-Staff. Nice. Also ich brauche 8 Topaz dafür. Dann haben wir hier Amber. Amber Staff. Ich hätte doch nicht einmal in der Tungsten oder Gold verkaufen sollen. Also der macht 19 magischen Schaden. 21 magischen Schaden. Eine Platinkrone, nice. Ich bin gerade wirklich am Überlegen. Warte, was kann ich aus Dias nochmal machen? Ja, also hier ein Diamond Staff. Ah, dafür bräuchte ich 8 Dias, aber das wäre dann ziemlich nice. Also ich bin gerade wirklich hier ein bisschen am Überlegen. Also vielleicht tue ich offscreen wieder ein bisschen zu meinen und versuchen Dings zu kriegen. Wie heißt? Ja, was soll ich meinen? Und jetzt hier alles schnell quickstacken. Schneeballkanone, die brauche ich leider nicht. Hier ist mein Platin-Schwerten. Okay. Und dann. Okay. Ja, okay. Sollte für jetzt mal ein bisschen genügen. Und ja. Also was wir jetzt dort machen. Ja, Hammer habe ich dabei. Und ich habe, da ich jetzt auch bessere Verteidigung und all Angriff habe, ich versuche jetzt nochmal so ein Dings zu zerstören. Wie halt so, ja, was soll ich meinen? Crimson Herd. Weil dann spawnen auch Meteoriten ein. Und vielleicht eine Goblin-Armee. Auf alle Fälle, was da das Beste halt ist, da kann ich dann auch versuchen, halt die Dings zu kriegen, halt eine Waffe. Oder zumindest so ein Lichttierchen. Da von denen da mag ich aber das von der Korruption mehr. Und ja, auf alle Fälle eigentlich ziemlich nice Zeug und das fällt. Okay. Bam 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 da 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 bam bim 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 I'm such a pimp. Okay. Okay, fach ich sozusagen. Eine Eil. Ja, Undertaker, nice. Jetzt habe ich das, was ich wollte. Eine Eis des Kältes aber in mir drin. Ja, okay. Nein. Bloodcrawler. Lul, bleib mir von Hals. Ich will hier nur ein bisschen noch eure Herzen zerstören. Eure Lebensflüsse. Mehr nicht. Also mal sehen, was ich hier an dem krieg. Mal sehen, Hammer. Nice Crimson Rush. Puh. Du hast Echo von Schreien um dich herum.
Also das ist die abgespeckte Version von Nimbus Rod, also Crimson Rod. Ja, also es regnet Blut. Nice. Wenn man es nice nennen darf. Aber ich habe einen Undertaker. Nice. Also ich bin der immer eigentlich eher noch ein Fan von der Muskete. Naja, eigentlich bin ich von den meisten eher, wie heißt das? Korruption-Fan, weil das kenne ich halt eher. Auf jeden Fall Muskete bin ich eher der Fan, weil da hat man halt, die ist halt stärker. Also ja. Also nichts gegen die, die jetzt sehr viel eher Musketen mögen. Nichts gegen euch. Und nee, jetzt, warte, jetzt, warte. Ja, ich mache mir mal eine Dings Silber Axt. Wenn ich darf. Gibt's eine Silber Axt? Silber Axt. Oh, ich brauche Holz, natürlich. Für alles braucht man Holz. Um Haus zu bauen, Holz. Um eine Axt zu bauen, Holz. Aber wenn man jetzt sich ein. Wie heißt es? Wenn man sich jetzt Rüstung bauen will, da braucht man kein Holz. Aber da braucht man Holz ja am meisten. Unlogisch. Die Silver Axt. Eine Rasch. Nice. Also dann. Heißt es wieder so schön. Ciao, Axti. Ich hab dich nie gemocht. Und jetzt die neue Axt. Yeah. Mit Super Mega Turbo Cutdown. Oh, wir sind hier nicht in der Werbung, Stefan. Dann warte, tue ich mal hier die Eichel setzen. Professor Eichel. Bei ihm kann man über alles über Eicheln erfahren. Undertaker, Undertake, Undertaker. Ja, okay. Versuchen wir jetzt noch, solange es noch Tag ist, mehr so viel Holz wie möglich abzufarmen und nachpflanzen zu können. Ja. Also gleich, Stack 7, 8, 9, 10, 11. Ja, tun wir das hierher. Okay. Ja. Autosatz, du weißt, was du machst, oder? Hoffe ich. Ja, okay, jetzt kann ich zurückgehen und mal das Haus ein bisschen vergrößern. Um das letzte Stockwerk, was ich so. Cool, letzte große Stockwerk, was ich noch einbaue. Also dann, Werkbank mache ich mir das erste Mal, kommt immer rein. Dann, wo ist Holz? Ach, hier. Hier unten habe ich noch eine Tür drinnen. Nein, nicht hier, sondern hier. Ja, eine Holztüre. Okay. Mal sehen. Okay. Nicht. Ich versuche gerade das Haus ein bisschen so von Design zu machen von anderen YouTuber, den ich öfters anschaue. Also ja. Mal sehen. Sand, wo ist das Glas eigentlich? Habe ich überhaupt noch Glas? Glas? Glas! Glasi! Okay. Also ich glaube, ich beende mal hier schon mal die Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auch einen Daumen nach oben da, liken, Kommentar an, Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios, amigos.